Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen im Freund des gepflegten Klemmersteinbaus. Und entschuldigt schon mal diesen Bildausschnitt hier. Das ist nicht das Schönste, aber diese Box ist viel, viel, viel zu riesig. Ich sag's euch gleich, das wird in keinem Verhältnis dazu stehen, was wirklich drin ist. Aber schauen wir uns erstmal noch kurz die Box an. Und ich möchte mal noch kurz was zu diesen Playtiff-Sets hier sagen. Und zwar haben wir anhand dieser Playtiff-Sets den typischen Held-der-Steine-Effekt gesehen. Held der Steine macht ein Video darüber, davor war es relativ unbekannt und hat überhaupt keinen interessiert. Und auf einmal kommen die Zeitungen, die Medien und jeder und stellt diese Playtiff-Sets hier vor. Und ich muss sagen, ich habe dieses Set hier bei mir seit einem halben Jahr rumliegen und habe es einfach noch nicht gebaut. Dann haben wir Medien, die halt schreiben, endlich hat Lidl eine eigene Marke. Diese Sets existieren seit Ewigkeiten. Die sind nicht vor einer Woche auf den Markt gekommen. Aber so tun die Leute teilweise. Und ich habe hier dieses Set, was ich eben schon ein bisschen länger rumliegen habe, jetzt einfach mal da und will mal mit euch zusammen schauen, was wirklich an dem Hype dran ist und ob Playtiff wirklich das kann, was versprochen wird. Und zwar haben wir hier das Räuberversteck. Es hat 5 plus geeignet, 767 Teile. Ist ehrlich gesagt von außen jetzt nicht die Riesenmacht, weil die Verpackung schon ein paar Schäden abbekommen hat. Also die ist so ein bisschen zerdrückt worden auf dem Transport und habe ich die dann so relativ billig bekommen. Von oben und von der Seite ist die Verpackung jetzt nichts allzu Besonderes, aber wir gucken uns nochmal die Rückseite mit zusammen an, würde ich sagen. Und da haben wir einfach nochmal eine Übersicht über das Versteck, so schön auf eine Wiese gefotoshoppt, haben hier nochmal eine kleine Übersicht über die Inneneinrichtung und Spielfeatures, wenn man das so nennen soll, und haben hier nochmal ein kleines Bild, was eben für Gefährte dabei sind und eben einfach nochmal so eine kleine Detailaufnahme. Und ich würde sagen, zwecks der mangelhaften Präsentationsmöglichkeiten von mir, würde ich das Ganze jetzt einfach mal aufmachen und wir gucken uns die Steine und alles weitere mal zusammen an. Und okay, ich muss mich direkt mal entschuldigen und mich berichtigen. Ich habe Playtiff am Anfang zu Unrecht ein bisschen dafür gedisst quasi, dass die Verpackung so groß ist. Aber Freunde, die Verpackung muss so groß sein. Was ist das denn für eine Anzahl an Teilen? Also das sieht nach mehr als 700 Teilen aus, obwohl wir auch schon ein paar kleine Teile mit dabei haben, aber halt auch große Platten und große Teile. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, hier sind ein paar Teiletüten, ein paar Körper mit dabei von den Playtiff Minifiguren. Dann haben wir hier so eine schöne Grundplatte mit dabei, haben hier einfach so ein bisschen die Teile für einen Baum und so weiter und so fort. Das schauen wir uns dann aber alle während des Baus nochmal mit an. Ich würde sagen, wir schauen uns zusammen erstmal nochmal die Anleitung an. Und die haben wir hier liegen und das auch mit einer wirklich ordentlichen Qualität. Die ist wirklich als kleines Büchlein gemacht. Und ich muss sagen, die Darstellung gefällt mir sehr. Es wird voll ausgegraut, was schon gebaut wurde und was noch gebaut wird, wird in voller Farbe dargestellt. Und was noch interessant ist, wir haben das Ganze in Bauabschnitte unterteilt und die Bauabschnitte sind auch immer mit einer Zahl auf den Tütchen vermerkt. Und insgesamt haben wir 84 Seiten mit Bauschritten, 128 Bauschritte und insgesamt dann 89 Seiten, weil eben hinten nochmal eine Teileliste mit dabei ist. Haltet euch das doch gerne mal an, wenn ihr da einen kleinen Überblick davon haben wollt. Ich werde jetzt jede Seite nochmal kurz mit reinhalten. Die Bauanleitung gefällt mir auf den ersten Blick super und ich bin mal gespannt, ob sich das dann beim Bauen und auch von der Durchdachtheit der Anleitung am Ende bestätigt. Dann haben wir noch einen Stickerbogen dabei. Finde ich bei diesem Set aber erstens für den Preis total in Ordnung, zweitens es ist ein Spielset und deshalb auch total in Ordnung und drittens hält er sich auch in Grenzen und ich denke, man muss diese Sticker nicht unbedingt aufkleben, um Spaß mit dem Set am Ende zu haben. Aber ich würde sagen, wir haben schon wieder genug gelabert, ich fange jetzt an zu bauen und dann reden wir mal darüber, hat Playtiff den Hype, den es momentan hat, verdient? Würde ich euch das Ganze empfehlen oder würde ich es euch nicht empfehlen? Und wie immer gibt es natürlich auch ein paar Zwischenbauschritte, ob der Bau Spaß macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und wir sind jetzt fertig mit dem ersten Bauabschnitt und haben damit schon 55 Bauschritte hinter uns gebracht. Und ich mache es ganz kurz, ohne viel zu labern. Bisher ist der Hype absolut gerechtfertigt. Gerade muss man natürlich auch immer vieles im Preis-Leistungskontext sehen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich zum Thema Baugefühl von den Steinen und der Steinequalität. Wenn ich die Augen zu hätte und so minimale Fehler im Aussehen nicht sehen würde, so ein paar Angusspunkte zum Beispiel, die aber jetzt auch nicht so oft dabei sind, dann würde ich denken, ich baue mit Lego. Es ist super, super, super gut. Es sind hier wirklich winzig kleine Kritikpunkte bis jetzt, die ich aber gerne nochmal anspreche. Und da haben wir einmal das Ding, dass wir so ein bisschen was an Farbabweichungen haben, was dadurch herrührt, dass wir hier
an dem Baum quasi matte Teile mit glänzenden Teilen vorbauen und das dann farblich im Licht nicht so gut zueinander passt, ist nicht der Riesenkritikpunkt. Auch das mit den Angussstellen ist im Preis-Leistungskontext nicht der große Kritikpunkt, weil wir schon andere Hersteller haben, die viel mehr kosten und dasselbe Problem haben. Der andere Kritikpunkt ist so ein bisschen die Durchdachtheit von der Anleitung. Also man baut manchmal Sachen, wo man sich nicht so sicher ist, was wollte der jetzt damit. Das hier ist zum Beispiel halt sehr locker und dann werden aber die Blätter hier trotzdem noch dran gebaut. Die hätte man schon viel früher dran bauen können. Aber hier unten haben wir sie früher dran gebaut und die Anleitung wollte es halt verhindern, hier den Bau genauso zu machen und wollte eine Varianz reinbringen. Ist eine lobenswerte Idee, aber wenn man es eben an so ein noch instabiles Teil hier ranbaut, was halt daher kommt, weil es oben natürlich nochmal befestigt wird, dann ist es halt nicht die beste Idee, das hier noch ranzubauen. Und der letzte kleine Kritikpunkt, bevor wir jetzt nochmal über das, was wir alles gebaut haben, an sich reden, ist, es gibt Fehlteile. Einmal hat dieses Teil hier gefehlt. Ist jetzt aus meinem eigenen Fundus noch mit. Dementsprechend kann ich diesen Fliegenpilz, denke ich mal, stell das da jetzt noch hinstellen. Aber sonst hätte ich den nicht hinstellen können. Das Teil hat leider komplett gefehlt. Und eine Fliese in diesem Braunfarbton hier mit einer Länge von 4 hat gefehlt. Die kommt eigentlich hier in das Versteck rein. Hier ist ja der Boden gefliest und ganz hinten fehlt die halt jetzt. Das ist ehrlich gesagt jetzt auch beim Spielen nicht das Riesenproblem. Aber Fehlteile sind natürlich immer ärgerlich, weil man ja auch die Sucherei nach dem Teil hat, wenn man noch davon ausgeht, dass es ja mit dabei ist. Ansonsten haben wir hier 2 so süße Quads gebaut. Ja, da ist natürlich nichts Besonderes dazu, ist ein relativ schneller Bau, aber die machen Spaß, die reichen völlig fürs Spielgefühl aus und die kann man dann hier eben nochmal schön vor der Räuberhöhle einparken. Dann haben wir hier natürlich so ein bisschen so eine Felsformation angedeutet, gefällt mir sehr gut. Mir gefällt auch die Deko, die wir hier immer mit dabei haben, relativ gut. Hier haben wir so ein schönes Fass mit dabei und haben eben hier angefangen, das große Baumhaus und das kleine Baumhaus zu bauen. Ein bisschen merkwürdig ist bisher, die Leiter steht hier komplett im Freien, also die ist nirgendwo angebaut oder angelehnt, aber das wird sich natürlich noch ändern, wenn wir dann hier mit dem Baumhaus weiterbauen. Ganz cool ist natürlich hier noch die Höhle gemacht mit so einem kleinen versteckten Eingang, der geht auch gut auf. Natürlich, die Spielmöglichkeiten sind jetzt für große Hände nicht so gegeben, natürlich ist es aber auch eher ein Set, was zum Spielen für Kinder ist. Dementsprechend, die können ein bisschen mehr mit dem Innenraum hier anfangen als ich jetzt. Ein anderer Punkt ist auch vom Aussehen, ist die Qualität super gut von den Steinen bis auf die paar Farbabweichungen. Also die Fliesen sind super glänzend und haben so gut wie keine Kratzer. Das ist wirklich super gut. Ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall den zweiten Bauabschnitt und wir sehen uns gleich mit dem nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Viel Spaß! Und ihr seht schon, das Setup gerät fast schon so ein bisschen an seine Grenzen. Aber trotzdem werden wir das super hinbekommen, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Ich möchte aber noch was Allgemeines mit euch besprechen. Einmal wird man es mir vielleicht anhören, ich war ein wenig krank. Nein, Corona, ganz normale Erkältung, aber trotzdem hat das so ein bisschen den Hals eben mitgenommen, wodurch ich die gesamte letzte Woche nichts drehen konnte. Und das hat auch in diesem Set ein bisschen Stillstand war, weil ich euch natürlich bei dem Bau weiter mitnehmen wollte. In der Zwischenzeit haben sich aber wieder Sachen ereignet, wo ich wirklich nicht angepisst bin, weil es ist ein normales menschliches Verhalten, aber schon traurig bin. Ich meine, okay, Held der Steine hat ein paar von diesen Clippy-Sets hier vorgestellt. Das habe ich ja schon im Intro gesagt. Jetzt hat auch zum Beispiel Brick Story so ein Video über diese Sets gemacht und der hat über die Asterix und Obelix Sets von den Little Lemberstein Clippies eben ein Video gedreht. Diese Sets haben davor einen super guten Preis gehabt, sind natürlich bei Lidl auch noch preisstabil und haben auch noch denselben guten Preis. Aber jetzt haben wir auf eBay so viele Reseller, die sich mit diesen Sets hier eingedeckt haben und versuchen aus diesem Hype Kapital zu schlagen und die Dinger dann viel zu überteuert wieder zu verkaufen. Das ist so ein ähnliches Phänomen wie damals bei der PS5, nur dass eben diese Clippy-Sets von Lidl hoffentlich ein bisschen schneller nachlieferbar sind. Aber trotzdem nervt mich das natürlich sehr. Ich bin immer der Überzeugung, man sollte sich nur so viel davon kaufen, wie man selber davon will, wenn man nicht unbedingt ein Händler ist. Ein Händler hat dann aber nicht solche überzogenen Preise im Endeffekt wie diese privaten Verkäufer, die sich dort 10 solche Sets kaufen für einen kleinen Preis und dann für einen überteuerten Preis verkaufen und eben hoffen, dass durch diesen Hype und die Nachfrage sie ihren Scheiß wieder loskriegen. Und das ist einfach schade und das ist, finde ich, generell einfach nichts, was ich in der Klemmbaustein-Community gut halten kann. Aber das war off-topic. Komm, reden wir weiter über das Set. Und da haben wir hier einfach das Baumhaus schon mal weitergebaut. Was ich super cool finde, sind die verschiedenen Farbtöne von den Brettern und dass die Bretter nicht immer gerade gebaut sind, sondern eben auch so schief gebaut sind. Das passt eben richtig, richtig gut zu so einem alten Baumhaus. Und da haben sie sich wirklich was Cooles überlegt. Hier haben wir dann eine Tür drin, die sich natürlich öffnen lässt.
Die ist auch relativ straff, also die wird nicht sofort umkippen, wenn man das Set mal kippt. Dann haben wir die Fensterläden, die sich natürlich auch von innen öffnen lassen würden, wenn man jetzt nicht solche Wurstfinger hätte wie ich. Dann haben wir hier die Verbindung oder den Durchgang, der dann hier mit der Brücke mit dem anderen Baum nochmal verbunden wird. Und können hier neben ein Set reingreifen, wo wir zum Beispiel auch mal den Fensterladen hier so ein bisschen aufmachen können. Und das ist eben so ein kleines Spielset mit einer eigentlich ordentlichen Spieltiefe für die Teileanzahl. Wir haben also schon hier unten einen kleinen Geheimeingang, haben hier die Tür und die Fensterläden im Set und haben dann noch einen kleinen Eingang, mit dem man eben diese obere Ebene hier erreicht, was nochmal eine Klappfunktion ist. Und das, finde ich, ist auch nochmal fürs Spiel einfach cool. Und zwar kann man das hier nochmal aufklappen und dann quasi mit der Figur hier hochklettern. Hier haben wir dann schon den Aufgang wieder gebaut, eben so eine kleine Steigleiter für den obersten Teil des Baumhauses. Aber wir hatten hier ein kleines Problem. Und zwar haben wir ja hier mehrere Platten. Also das ist nicht eine große Platte, die hier drauf gebaut wird, um das Dach von diesem ersten Baumhausabschnitt zu bilden, sondern das sind mehrere kleine Platten. Und diese mehreren kleinen Platten lassen sich sehr, sehr schwierig drauf bekommen. Und vor allem haben wir hier einen Hohlraum drunter, das ist nicht verstärkt. Wenn wir also alle anderen Teile für diesen Baum hier drauf bauen, der übrigens super cool aussieht, nichts dagegen, aber dann kriegen wir das nicht so hin, dass das hier wirklich hundertprozentig gerade steht durch diesen Hohlraum, wo wir diese Platten, die eben nicht so massiv sind, weil es eben einzelne Platten sind und nicht eine ganze Platte, nach unten drücken. Und dann hatten wir hier nochmal einen Abschnitt, wo wir wieder ein paar kleine Platten draufbauen auf diesen Baum. Und ihr seht schon, das passt nicht hundertprozentig von Spaltmaß, weil das hat keinen Spaß gemacht. Das musste man wirklich zusammendrücken und würgen und versuchen, dass es irgendwie hält und nicht mehr auseinanderspringt. Am Ende hat es natürlich funktioniert, hat aber bestimmt seine 2-3 Minuten gedauert und war natürlich frustrierend, vor allen Dingen, weil das Ergebnis ja trotzdem nicht hundertprozentig top war. Und man muss dann auch aufpassen, wenn man quasi hier oben den nächsten Abschnitt von den Bäumen baut, dass man dann nicht wieder das hier unten auseinanderbrechen lässt. Trotzdem muss man auch hier wieder sagen, Preis und Leistung ist da natürlich so eine Sache. Die Teilequalität ist super, die Konstruktion ist nicht so super cool in dem Fall. Das liegt nicht an den Teilen, sondern an der Konstruktion. Und so ein Fehler kann auch mal in dieser Preiskategorie passieren. Das würde ich bei einem Lego-Set oder bei einem Kobi-Set nicht so durchgehen lassen, weil da bezahlt man aber auch mindestens das Doppelte. Ansonsten relativ unspektakulär haben wir natürlich auch den Baum hier weiter in die Höhe gebaut. Ich finde den sehr schön gelungen, gerade mit den Teilen, die hier verwendet wurden. Hier sind kaum Formteile drin und dafür ist das Ganze wirklich sehr gelungen. Ich baue es auf jeden Fall noch zu Ende und ich kann jetzt schon mal sagen, wenn es so weitergeht, wie es bisher funktioniert hat, ist das ein super cooles Spielset für relativ wenig Geld, wenn es direkt von Lidl kauft. Wenn es von diesen Resellern kauft, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Würde ich nicht unterstützen an eurer Stelle. Die Preise gehen auch wieder runter, wenn so ein bisschen der Hype abgeflacht ist zu dem Produkt. Und dann haben wir diesen Resellern nicht noch diese Aktionen, die sie da bringen, im Endeffekt subventioniert. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich mit dem fertigen Set wieder. Und ihr seht es schon, das Playtiff Räuberversteck ist vollendet. Und natürlich, die Sticker habe ich nicht aufgeklebt. Es ist ein Spielset, ich habe sie trotzdem diesmal nicht aufgeklebt, weil ich es so vom Aussehen fast noch cooler finde als mit den Stickern. Und jetzt seht ihr quasi den kompletten Umfang des Sets. Über die Quads haben wir ja schon geredet. Und wir haben quasi im letzten Bauschritt, beziehungsweise dem letzten Bauabschnitt, also dem Bauabschnitt 3, diesen Baum hier noch fertiggestellt, die Brücke dazwischen gespannt und haben auch hier hinten noch eine Verkleidung reingemacht. Weil da habe ich ja gesagt, da kann man reingreifen als Spielfläche. Das ist auch immer noch so. Man kann das dann aufklappen und damit spielen. Aber es ist hinten eben auch noch geschlossen. Finde ich sehr cool gemacht. Das ist halt genau die Hybridlösung, die ich da eigentlich haben will. Natürlich bei so einem Set braucht man eine Stelle, wo man reingreifen kann, die offen ist. Aber warum macht man es da nicht so? So sieht auch im Regal geschlossen cool aus und man kann es trotzdem gut bespielen. Dementsprechend einen Daumen nach oben hier für die Clippies. Ansonsten haben wir hier noch dieses Seil gespannt, was eben ein Spielfeature ist, weil man dann hier nachspielen kann, dass sie hier eben von dem einen Baum zum anderen schnell nach drüben gleiten. Die Schnur war hier ziemlich lang, also die ist ein ganzes Stückchen zu lang. Finde ich aber besser, als wenn sie zu kurz ist, weil so kann man es richtig festschnüren und dann eben am Ende an den Enden abschneiden. Und dann sieht es auch noch gut aus. Finde ich besser, als wenn die Schnur halt wirklich komplett abgemessen ist und man dann dort irgend so ein Rumgefitzel hat, um das irgendwie festzubekommen. Ansonsten ist natürlich noch viel an Grünzeug und Deko rangekommen und ich finde, am Ende wirken die Bäume wirklich gut. Wir haben nur ein paar Problemchen. Und zwar finde ich diese ganze Konstruktion ein bisschen zu wackelig. Klar, man kann es hier rumtragen, kein Problem. Aber wenn man jetzt hier wirklich mal eine Figur auf die Brücke setzt und hier durchdrückt, dann fängt sich das an durchzubiegen. Das ist ein bisschen unglücklich gemacht. Wäre alles locker zu beheben, wenn man quasi unter diese Platten hier nochmal eine Grundplatte macht, wo man es drauf drückt. Oder
diese Platten nochmal extra mit ein paar Verstrebungen verstärkt. Ist alles machbar, aber jetzt so im Grundbau nicht optimal gelungen. Auch muss man immer wieder aufpassen, dass man das hier nicht runterreißt, wenn man den Baum hier wirklich bespielt. Das Problem, was wir mit den Platten hier haben, habe ich euch ja schon erklärt. Und jetzt kann man sagen, wir haben hier schon ein gutes Spielset, das hat seine Fehler, die sind aber leicht zu beheben. Und jetzt bräuchte man natürlich noch Figuren dazu. Bei Lego hätte man jetzt in dem Preisbereich eine Figur, mit ganz viel Glück zwei Figuren. Bei den Clippies hat man, ihr seht es an den Köpfen, fünf Figuren. Und zwar haben wir da diese speziellen Clippies-Figuren. Ich muss sagen, es gibt an und für sich schönere Figuren von der Aufmachung und Art her. Playtif hat sich viele Gedanken gemacht und da ist auch Mühe reingeflossen, das sage ich euch ganz ehrlich, um weit weg von den Lego-Figuren zu sein. Die haben zum Beispiel hier auch so gebogene Oberkörper und sind wirklich aufwendig vorn und hinten bedruckt. Und auch die Gesichter sind schön ausgestaltet. Jeder hat ein anderes Haarteil. Das ist an und für sich gut gelungen. Ich habe eher ein kleines Problem mit den Funktionen, die die Figuren haben, weil das sind fast null. Man kann die Beine zwar nach vorn und hinten bewegen, aber nicht einzeln, sondern das ist ein Teil. Die Arme kann man nach vorn und hinten bewegen. Die sind von der Qualität her sehr gut und auch schön straff, aber man kann nicht mal den Kopf drehen. Also da muss man wirklich richtig, richtig Kraft anwenden. Ich glaube, das sollte eigentlich drehbar gelagert sein, aber bei den Figuren, die hier dabei sind, ist es wirklich eine Qual. Schön ist, man kann die Figuren hinsetzen und sie lassen sich wirklich gut aufstellen. Trotzdem sind sie natürlich vom Look gewöhnungsbedürftig und wie gesagt, sie haben auch ihre kleinen Probleme, aber trotzdem sind diese Playtif-Figuren hier keineswegs schlecht, sondern eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ganz lustig fand ich ja noch, wir haben ja bei allen Figuren, die ich euch jetzt gezeigt habe, wirklich eine Kopfbedeckung. Haben wir bei dem nicht, also machen wir bei dem einfach ein Glatzenteil drauf. Ist einfach eine lustige Idee, ist nur nicht so super gut gelungen, weil es doch ziemlich auffällig ist und auch leicht eine andere Farbe hat als die anderen Körperteile. Man muss trotzdem sagen, dass man hier für eigentlich wenig Geld, zumindest wenn man es von Lidl direkt bekommt, ein wirklich ordentliches und auch großes Spielset hat. Natürlich hat es seine Schwächen, aber es hat eben auch seine sehr guten Seiten. Und das, was das Set an Schwächen hat, sind keine großen Schwächen, sondern einfach so kleine, ich würde es fast Anfängerfehler nennen, die jede Klemmbausteinmarke am Anfang mal hatte. Trotzdem finde ich das Set an einigen Stellen, wenn wir jetzt diesen Bauteil hier weglassen, durchdachter als so manches Set von wirklich schon eingesesseneren alternativen Klemmbausteinfirmen. Ich kann euch das Set auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es direkt von Lidl bekommt oder halt im Resale für einen guten Preis. Und da rede ich nicht über diese überteuerten 80 € Angebote. Dann werdet ihr damit sehr, sehr viel Spaß haben. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr damit für Erfahrungen hattet. Und natürlich könnt ihr wie immer gerne einen Like und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.